Bro, sag mal bitte, warum bist du so explizit gegen die Impfung? Was haben Impfungen dir getan? No front. Soll ich das ganze Setup jetzt mitnehmen und ins Treppenhaus bringen? Der ist ein Querdenker, Bruder. Der denkt anders als wir. So, what the fuck, Bruder, ja? Tschüss. Ginger it in, man. Was liebst du an Mexiko? Kannst du dir vorstellen, da eine Familie zu gründen? Internet, sag ich dir ehrlich, entwickelt sich für mich. Vor allen Dingen seit Corona, Digga, auch in eine richtig, so in eine bedenkliche Richtung. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Bro, sag mal bitte, warum bist du so explizit gegen die Impfung? Was haben Impfungen dir getan? No front. Soll ich das ganze Setup jetzt mitnehmen und ins Treppenhaus bringen? Nein, Spaß. Bro, Digga, jeder weiß doch, jeder kennt doch meine Meinung zu dem ganzen Thema so, ne? Ich habe das ja öffentlich gemacht so und ganz Deutschland hat darauf reagiert und hat seinen Senf dann da zu meiner Meinung abgegeben, mich gecancelt etc. so. Denkst du echt, mit so einer Meinung lasse ich mir irgendeinen Scheiß in den Arm reinjagen? So, oder einen Arsch oder was auch immer, Bruder? Denkst du das echt so? Das ist eigentlich schon die offensichtlichste Antwort so, ne? Ansonsten muss ich dir sagen, ich bin halt kein Fan von irgendwelchen Pharma-Experimenten, so. Weißt du, wie ich meine, so? Wenn irgendwas safe ist, wenn man sicher ist, so, okay, das hilft und das musst du machen, weil sonst so und so, dann mache ich das auch so, ne? Aber irgendwelche Experimente mir irgendwo reinfetzen zu lassen, Digga, das mache ich halt einfach nicht so. Und dann lassen die Leute, die sich impfen lassen, sind jetzt schon wieder irgendwie gefährdet und lassen sich dann wieder impfen. Also sollten sich jetzt anscheinend, so wie ich das gelesen habe, wieder impfen lassen. Und nächsten Monat wieder. Und den Monat danach wieder. Und dann wieder. Weil dann kommt wieder ein neuer Virus. Dann kommt wieder. Bro, hör auf, Digga. Also, wem willst du das erzählen, Digga? Wem willst du das glaubwürdig so. Weißt du, wie ich meine? So. Das ist einfach meine eigene ehrliche Meinung, die ich habe, so. Ne? Ich persönlich darf doch über meinen Körper so entscheiden, wie ich möchte, so. Ne? Und auch für meine Kinder und für deren Kinder oder was weiß ich, meine Familie, so. Wir machen so, wie wir es für richtig halten. Ich lasse mich nicht dazu zwingen, mir irgendwas in den Körper reinzuspritzen, Bruder. Der ist das einfach. Nicht mehr und nicht weniger, weißt du so? Aber ich respektiere, akzeptiere und verurteile niemanden, der sich impfen lässt, so. Jeder soll doch mit sich machen, was er mit sich machen lassen will. So. Ich wollte mich von Deutschland irgendwann nicht mehr in den Arsch ficken lassen und bin dann nach Mexiko gegangen, Bruder. Das ist doch mein Leben, Digga, weißt du, ich meine so. Ich entscheide doch, was ich mache und was ich nicht mache, Digga. So. Nicht? Aber dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, muss ich mich natürlich, also muss ich natürlich nicht, aber Leute geben halt dann, 1000 Leute geben dann ihre Meinung dann dazu ab, dass ich dann so einen Move mache, so, aber ist ja auch egal. Weil ich lebe ja mein Leben so, wie ich es für richtig halte, so. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die sich dann impfen lassen, nicht so tolerant uns gegenüber sind, so. Weil jeder, der das anzweifelt oder skeptisch ist, der ist dann so ein Überverschwörungstheoretiker, der das Volk gefährdet und Querdenken und Bro, euch sollte man am besten, weiß ich nicht, mit euch sollte man, Bruder, ich will es gar nicht aussprechen, so, irgendwie markieren oder so, damit man sieht, der ist ein Querdenker, Bruder, der denkt anders als wir. So, what the fuck, Bruder, ja, warum muss das immer so extrem sein, Bro? Lass doch reden. Weißt du, wie ich meine? Lass doch einfach unterhalten, so. Lass doch niemanden verurteilen für seine Entscheidung, die er für sich und sein Leben trifft, Bruder. So. Nicht? Keine Ahnung, Bro. Also, Bro, Digga, ich finde das immer so ein bisschen extrem, wie Leute damit umgehen. Tschüss. Ginger it in, man. Sweet, sweet, sweet. I like them T-Vibes, man. Wir schaffen es. Wir haben bis jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Wellen überstanden, Bro. Ja. Hast du Angst vor Hunden oder ist das nur ein Klischee? Haut's, na Mann? Was liebst du an Mexiko? Kannst du dir vorstellen, da eine Familie zu gründen? Boah, was ich an Mexiko liebe, ist am meisten natürlich die Sonne, so, ne? Die Vibes, dieses Dschungelding. Aber das ist jetzt nicht Mexiko, das ist speziell Tulum. Ich bin ja auch nicht durch Mexiko gereist oder so. Ich habe von Mexiko auch nicht so viel Ahnung. Ich habe Mexiko vorher auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, wenn ich ehrlich bin. So, also für mich gab es natürlich Mexiko so, aber ich habe da nie so drüber nachgedacht, da mal hinzureisen oder irgendwie so. Und aber als ich dann hier in Tulum war, also speziell für mich Tulum halt, diese Energie, die hier herrscht, ihr könnt euch mal über die Geschichte von Tulum informieren.
Also das ist ja krass, alleine wegen den Mayas etc., aber dann auch mit den Meteoritenschauern, die hier waren, wo die Cenotes entstanden sind und so. Das hat schon eine sehr spezielle Energie hier. Und dieser Dschungel-Vibe, die Luft hier, Bruder, du atmest hier tief durch, Digga, du hast hier eine ganz andere Luft so. Ich habe auch das Gefühl, der Himmel sieht ganz anders aus, dadurch, dass die Luft halt clean ist. Ihr müsst euch vorstellen, kilometerweise um uns herum ist einfach nur Dschungel so, ne? Da ist nichts anderes. Es ist ein kleines Dorf quasi in the middle of the fucking jungle so. Und Bro, das liebe ich halt so. Die Vibes, die Energie, die Luft. So, die Menschen, die man hier kennenlernt, alle mit einem ähnlichen Mindset unterwegs, mit denen musst du nicht so krass diskutieren wie mit den Leuten zum Beispiel hier im Chat. Weil, ja, bei vielen Sachen ist man sich schon definitiv einig so. Die Menschen sind nice, man spürt hier halt einfach mehr Liebe so, ne? Wenn du rausgehst, Leute gucken dir in die Augen beim Vorbeilaufen. So, also es sind so Kleinigkeiten, die hast du halt in Deutschland nicht so. Im Dschungel wird dann das Koks produziert, auch, ja. Ich hoffe, irgendwann spürst du diese Liebe auch im Chat. Ist schwer. Will ich auch gar nicht, keine Ahnung. Internet, sag ich dir ehrlich, entwickelt sich für mich, vor allen Dingen seit Corona, Digga, auch in eine richtig, so in eine bedenkliche Richtung, so. Ich fand's auch geil. KenFM bei Boogie müsst ihr euch mal reinziehen. Als er dann auch so gesagt hat, mehr im echten Leben leben, versuchen wieder offline da zu sein, so. Viele Menschen sind gar nicht mehr offline am Start. Die sind online, erschaffen sich ihre Persönlichkeit online, leben dann online oder kommen von der Arbeit nach Hause, fucken sich ab, gehen online und lassen dann ihre Wut raus und so. Dieses Online-Ding hat schon viel verändert, Mann. Früher musste man noch so mit sich selbst klarkommen, weißt du? Heute kannst du dich einfach ins Internet verpissen und dann jemand sein, der du eigentlich gar nicht bist, so. Früher musste man noch sich mit sich selbst klarkommen, einfach so. Offline auch. Mit den Menschen klarkommen, mit den Meinungen und so. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja jetzt nicht mehr so. Gehst du online rein, alle sind am Haten, alle sind am Shitstorm, alle sind am Verurteilen, alle sind am Beef suchen, alle sind am, boah, Digga. Also Internet ist schon heftig, Digga, wie sich das so entwickelt. Und Corona hat da nochmal richtig einen draufgesetzt, Digga. Weil dann die ganzen Vollidioten auch noch 24 Stunden zu Hause eingesperrt sind und im Internet noch ihre Meinung abgeben können, so. God damn. Bin in meiner Zone mit den Bros, only good vibes, komm uns nicht zu nah. Denn ab heute sind wir Stars. Wine for me, Baby, wackel mit dem Arsch. Sie hat den größten Booty auf der Welt, wenn sie shake, komm ich einfach nicht klar. Baby Girl Drip.